Hier in Frankfurt mit Dieter Baumann beim BMW Frankfurt Marathon unterwegs mit Essex. Wir haben uns auch schon gesehen vor 2 Wochen in Berlin. Grand 10, 32:30. Es gab ein, ich würde mal sagen, ein berühmtes Bild. Kämpfend bei Kilometer 9. Genau. Gab's, was machten die Beine einen Tag später und die Gesichtszüge? Gab es Muskelkatererscheinungen? Also Gesichtszüge eher weniger, kein Muskelkater. Ich glaube, bei der Zeit muss man dann auch kämpfen. Also da muss auch ich kämpfen und das ist auch ganz gut so. Deswegen laufe ich ja auch mal gerne so schnell, um auch mal wieder irgendwie an der Grenze zu kommen. Immer nur locker durch den Wald, das ist dann auch langweilig. Die Beine, eigentlich muss ich sagen, ging. Doch, da habe ich eigentlich ganz wenig Probleme. Toi, 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 ich bin ganz wenig verletzt. Zumindest seit ich meine Karriere beendet habe. Seit 10 Jahren bin ich ein sehr gesunder Läufer. Und und dann kann man auch mal so einen Zehner verpacken. Ja. Wie ist das so, was mich interessieren würde, wenn man so stark gelaufen ist früher, dann eine 10 zu laufen, die dann quasi 5 Minuten länger dauert als vor einigen Jahren? Also wie ist das so mental, auch so zu Hause an den Trainingsstrecken, müsstest du ja an Punkten vorbeikommen, wo du früher zu anderen Zeiten an den Punkten vorbeigekommen bist? Ja, immer langsamer. Aber ist eigentlich muss ich ganz ehrlich sagen, ich vergleiche da nicht. Also ich habe dann, wenn ich jetzt in Berlin laufe, die 10 Kilometer, da habe ich 0,0 irgendeine Zeit von 27, 21 im Kopf. Und ich weiß, das waren andere Läufer, das war eine andere Zeit. Das, wenn man so will, ist das was völlig andere Sportart. Mhm. Ich habe mir für mich, auch um mir selber den Spaß an diesem Sport zu erhalten, und ich glaube, darum muss es ja gehen. Ich muss ja irgendwie, ich will laufen und ich will auch mit Spaß laufen und ich will mir den Spaß nicht nehmen lassen, schnell zu laufen. Und den Spaß würde ich mir ja total nehmen lassen, wenn jeder kommt und du läufst jetzt viel zu langsam und vergleicht es und so weiter. Und deswegen jedes Jahr ein neues Spiel, ein neues Glück. Ich vergleiche gar nicht mit der Vergangenheit, sondern sage ich aktuell das und das und was traue ich mir zu. Und vielleicht knacke ich die 33, vielleicht auch 32, 30, vielleicht kann ich nur an 32 ranlaufen. So in dem Bereich wusste ich schon, dass ich bin. Und dann habe ich mir auch nur auf dieses Ziel trainiert. Also ich bin also total happy in meinem Zielkorrektor ins Ziel gekommen und damit kann ich mir meine Motivation und auch meinen Spaß erhalten. Wie sieht denn die Trainingsarbeit oder Planung? Ist es so, laufen nach Lust, Gefühl, Zeit oder sind da auch mal Tempoläufe drin? Ja, bei 32 sind Tempoläufe drin, das geht so nicht mehr. Ich glaube, so rund um 35, das kann ich dann auch mal ohne oder mal einen Dauerlauf einstreuen, hinten raus schnell. Aber alles, was schneller wird, muss ich dann schon Tempoläufe machen. Ich habe da 2 Monate, ich habe einen Tempolauftag rausgesucht, Mittwoch. War früher auch schon immer Mittwoch, also war es einfach. Mittwoch machen wir Tempoläufe und dann haben wir mittwochs einfach immer Tempoläufe gemacht. Ich habe 3 Programme gemacht. 3 immer, also quasi immer 10 Kilometer TDL, also 15 Kilometer die ersten 5 Medium angelaufen, die letzten 10 flott in 3,30 oder 3, ja, so rund um 3,30. Dann habe ich 1000er gemacht und 500er. Und das immer wiederholt und in jedem Block einmal schneller geworden. Im Grunde gar nichts geplant, aber ein bisschen strukturiert, sage ich jetzt mal. Und das hat gereicht. Jetzt habe ich gerade kurz den Faden verloren, weil kein Problem. Jetzt bist du hier in Frankfurt. Wie ist das so, mit der Szene in Kontakt zu bleiben durch so eine Events? Wie viel Spaß macht es, andere Läufer, die jüngeren Läufer zu treffen, ein bisschen zu quatschen und das auch ein bisschen so die Zeit nicht zu verlieren von früher? Also für mich ist Frankfurt natürlich schon, das ist schon so ein Come-Together hier. Ist ähnlich wie Berlin-Marathon, ist Frankfurt-Marathon, hat sich entwickelt. Man muss hier sein, wenn man irgendwie in der Running-Community irgendwas sagen will und auch wenn man auch den Einblick haben will. Ich glaube, das ist sehr wichtig. Man trifft auch viele Leute, also es sind ja auch wirklich fast alle, die Rang und Namen haben im Laufbereich Deutschland sind hier. Ist ja auch dann eine schöne Stimmung. Also ich mal weg von allen Geschäften und Geschäftigkeiten, die man hier so treibt, ich genieße da eher mehr die Stimmung, das Treffen von alten Freunden. Jetzt sind sehr viele Schweizer gekommen, Markus Rüffel ist da, Sandra Gasser ist da, alles in meinem Bereich und da freue ich mich einfach, dass sie da sind. Und ansonsten ist es natürlich klar, damit kann ich so einen Bogen schlagen von
dem, was heute passiert, von dem, was die Läufer auch heute laufen, vor allem die deutschen Läuferinnen und Läufer, von meiner Arbeit bei der ARD, wo ich mich einbringen muss, und meiner Vita sozusagen. Und bei so einem Event wie in Frankfurt, da ist dann sozusagen der Höhepunkt all dieser unterschiedlichen Rollen, die ich auch manchmal habe, werden dann in so einem Event natürlich vereint. Ist für mich ein bisschen anstrengender, weil ich sehr viele Termine habe und auch Verpflichtungen, aber es ist dann auch schön, weil ich fühle mich da schon sehr angekommen in der Lauf-Community und ich fühle mich da auch sehr zu Hause, bekomme das auch gespiegelt und es ist natürlich ein frohes Schaffen, sage ich jetzt mal. Jetzt hast du natürlich auch das Geschäftliche, bekommst ein bisschen Einblick, würdest du quasi mit dem Blick auf heute und früher, würdest du heute noch einem Jugendlichen dazu raten, diese Laufkarriere so hundertprozentig hineinzugehen, oder ist es heute fast gar nicht mehr möglich zu sagen, alles aufs Laufen oder auf den Sport zu setzen? Also ich kann ja nur für mich sprechen, ich kann für meine Zeit sprechen und vielleicht dann den Blick auf die heutige Zeit werfen. Ja, ich würde alles nochmal genauso machen. Also ich fand es total geil. Ich finde ich fand mein Leben, das, was ich erlebt habe, die Kontakte, die ich hatte, mit Menschen bin ich zusammengekommen, Reisen habe ich machen dürfen. Gut, ich hatte auch Erfolg, darf man nicht unterschätzen, klar. Doch ich fand es für mich und für mein Leben total bereichernd. Und wenn mir ein junger Athlet fragen würde und der hätte Talent und ich würde auch sehen, er hat Talent und da gehört natürlich nicht nur dazu, dass man den linken von rechten Fuß setzen kann, sondern da gehört natürlich auch dazu, dass man robust ist, dass man wenig krank wird, dass man wenig Verletzungsprobleme hat. Da gehört natürlich auch dazu, dass man einen gewissen Intellekt hat. Da geht es mir gar nicht so sehr, dass man unheimlich weise sein muss. Das bin ich auch nicht. Ich habe kein Abitur, ich habe nicht studiert. Aber Intellekt fürs Laufen meine ich, man muss ein Gefühl für das Laufen haben. Man muss ein Gefühl für das haben, was man da macht. Im Training ein Gefühl entwickeln für sich, ein Gefühl für einen Wettkampf entwickeln. Und manchmal habe ich schon den Eindruck, dass viele Leute talentiert sind, aber im entscheidenden Moment nicht das Gefühl haben, das Richtige zu tun in ihrer Karriere. Das braucht man natürlich auch. Und dann würde ich raten, probier dich doch einmal aus. Wie viele Chancen hat man denn im Leben? Wie viele Talente hat man denn? Man hat nicht so viele Talente, man hat nicht so viele Möglichkeiten. Und wenn dann tatsächlich mal jemand dabei wäre, ich würde ihm das dann schon raten. Wie siehst du von damals, waren die Deutschen sehr erfolgreich, in deiner Zeit und auch kurz davor, jetzt Europäer laufen, wenn man auch vor allem den Marathon sieht, egal ob man Amsterdam oder Chicago oder Berlin, es wird 205, 204, 203 angeboten. In Europa oder auch in Amerika wird um 210 gekämpft. Was da die Unterschiede sind, also wir hatten vorher mit Renato Canova darüber gesprochen, was den Europäern fehlt, um da einigermaßen mitzulaufen oder wenigstens nur 2-3 Minuten zu verlieren? Also einmal, sagen wir, jetzt muss ich unterscheiden. Also ich will gar nicht so sehr in den Bereich Marathon gehen, weil da, sagen wir, habe ich nicht genau den Einblick. Aber wenn wir natürlich von früher reden, also jetzt nehme ich mal meine Zeit, die 90er Jahre, dann muss ich immer sagen, da muss man eigentlich vorsichtig sein, wenn wir sagen, wir waren sehr erfolgreich. Da gab es mich. Und wenn man dann jetzt mal den Baumann wegstreicht und die Zeiten nimmt und die als Blaupause auf die heutige Zeit legt, dann sind die heute genauso gut wie damals in den 90er Jahren. Es fehlt nur eine Top-Leistung. Ja? Also das muss man dann immer fairerweise sagen. Also die zweite und dritte Nachrückleistung in den 90ern war ja gar nicht mehr dann so wahnsinnig berauschend. Und im Marathon hatten wir jetzt auch nicht, natürlich hatten wir im Marathon ein bisschen eine bessere Dichte. Wir haben jetzt, der Marathon ist tatsächlich bei den Männern sehr schwächlich, bei den Frauen leider in den letzten Jahren auch eher rückentwickelt, das muss man auch sagen. Wir waren vor 5 Jahren besser, es hat sich rückentwickelt. Jetzt können wir drüber spekulieren. Natürlich sind die Afrikaner, haben uns überrollt. Ich sage das mal so platt. Und ich glaube, wir befinden uns als europäische Läufer so in einer Art Schockstarre.
Ja, vor allem, wenn man jedes Wochenende dieses Schauspiel nochmal 10, also 20 Läufern... Man schaut sich das an und ich kann mich da sehr gut in die Läufe reinversetzen. Im Grunde genommen macht sich da Resignation breit. Macht sich da auch das Selbstvertrauen geht da verloren, ja, weil man ja vorgeführt wird sozusagen und es wird einem vorgeführt, wie es gehen kann. Und ich sehe das schon. Ich glaube, dass da auch sehr viel Psychologie im Spiel ist. Es fehlt aus meiner Sicht ein Zeichen, ein Lebenszeichen, einer, der mitreißt. Es fehlt einer, der sagt, hey Freunde, ich habe die im Griff, ich schaffe das. So dass das ein Beispiel sein kann und für die anderen, jawohl, es lohnt sich. Ich glaube, sowas wäre wichtig. Haben wir nicht. Und natürlich muss man auch sagen, die Afrikaner haben ein Fundus, eine Anzahl an Läufern, die es erlaubt, Trainingsprogramme zu fahren, die wir nicht fahren können. Als Trainer kann ich mir doch nicht erlauben, wenn ich nur 3 talentierte Läufer habe, mit diesen 3 einen Raubbau zu betreiben, wo ich eigentlich davon ausgehen kann, dass von diesen 3 es keiner schafft, weil sie sich verletzen, übertrainiert sind und wie auch immer. Wenn ich 100 habe, dann kann ich natürlich ganz locker sagen, gut, wisst ihr was, wir knallen ein Programm nach dem anderen, wir machen die Dauerlaufniveaus höher, höher, noch höher und die 10, die das überleben, die sind Weltklasse. Das ist einfach, 90 überleben es nicht. Wir sehen ja gar nicht die es nicht durchstehen. In Chicago haben wir es gesehen, zum Beispiel von den 8, die das Halbmarathon durchgegangen sind. Rützenhain ist ja immer ein 5., glaube ich, geworden mit seiner 2:09. Das heißt, es sind einige schon die zweite Hälfte fast gegangen. Ja, ja. Aber jetzt, da sehen wir es nur, da sehen wir jetzt dann noch die Spitze. Ja. Da sehen wir die das Training ja gepackt haben. Aber was wir ja nicht sehen, ist, wenn eine 50 Mann starke Trainingsgruppe in Kenia trainiert, dann weiß ich nicht, kommen die durch den Winter, kommen die, wie hoch ist die Dropout-Quote in dieser Trainingsgruppe? Und meine Erfahrung von vor 10 Jahren, gut, es ist 10 Jahre her, aber schon damals habe ich das natürlich erkannt und auch gesehen, die Dropout-Quote ist enorm hoch. Die gehen vor die Hunde sozusagen. Und das können wir uns nicht erlauben. Und das finde ich auch nicht gut, dass man sich das erlaubt. Als Trainer hat man auch Verantwortung gegenüber Athleten. Und dann kann ich nicht sehenden Auges ein Programm aufstellen, wo ich eigentlich davon ausgehen kann, mit viel Glück überlebt er es, ansonsten kommt er nirgendwo mehr hin. Und insofern können die mehr riskieren. Es ist viel einfacher, Afrikaner zu trainieren. Mhm. Es ist viel einfacher, weil wir viele Parameter, auch Nebengeräusche, die wir in Europa nun mal haben, gar nicht haben. Also insofern auch da kein Vergleich im Training. Wir können das Training der Afrikaner nicht kopieren, wir können uns Rosinen rauspicken, wir können einzelne Elemente rausnehmen und sagen, okay, das scheint der Trend zu sein, probieren wir es aus. Aber wir können das nicht kopieren, davor war nicht. Jetzt habe ich gehört, kommt bald dein neues Programm raus. Wie ich den Titel entnehmen konnte, heißt es Dieter Baumann, Götter und Olympia, ist das die richtig? Götter, ganz die Götter, ja, genau. Genauso wie die Reihenfolge ganz wichtig ist. Ja, ja, genau. Dieter Baumann, die Götter und Olympia, ich sage immer, achtet auf die Reihenfolge, ist nicht zufällig. Neues Comedy-Programm, ich habe im Sommer geschrieben, ich habe ein halbes Jahr so ein bisschen in dem Bereich schöpferische Pause gehabt, habe so ein bisschen gesammelt, Ideen gesammelt, wie kann es weitergehen. Und ich finde die Bühne geil, genauso geil wie Laufen. Und mir war klar, ich mache ein neues Stück und so langsam merke ich auch, es wird was. Das ist ähnlich wie beim Laufen, ja, man nimmt dann so ein bisschen Training auf und macht so die ersten Tempoläufe. Ich hatte hier in Frankfurt gestern einen kleinen Probeauftritt, so die ersten 35, 40 Minuten vom Stück. Hat toll funktioniert, war Rhythmus, Schwierigkeiten, wie es eben so ist. Ne? Vielleicht auch ein bisschen Tempo. Schwere Beine. Ja, schwere Beine, genau. Tempoharte hat mir gefehlt. Und, aber das macht mir eben auch Spaß, weil es eine Live-Performance ist. Es ist wie Wettkampf, man geht da raus und da muss man an dem Abend zack, Leistung bringen. Gefällt mir sehr. Geht um Olympia, Geschichten aus dem olympischen Dorf. Ich darf auch schon verraten, ich mache auch einen Zaubertrick. Ja. Kommt bei den Frauen ganz gut an, habe ich gehört. Wobei das Problem ist, dass ich so überraschend zauber, dass man es gar nicht richtig mitbekommt. Also ich muss dann immer sagen, hallo Zaubertrick. es macht mir einfach Laune. Es ist wirklich ein Unterhaltungsabend. 5. Dezember Premiere im Theaterhaus in Stuttgart. Dann spiele ich 5., 6., 7. in Stuttgart.
13. Dezember in Tübingen die Premiere zu Hause und dann gehe ich von dort aus auf Tour. Wer mich buchen will, herzlich gerne. Wie kamst du auf diese Idee? Nach der Karriere kam das irgendwie einen Abend lang oder hattest du einfach Bock drauf und wolltest es probieren? Oder wo hast du gemerkt, dass du dieses Talent für die Bühne hast? Nee, das hat sich ganz langsam und lange angebahnt. Also es war ein ganz langer Prozess eigentlich. Ich habe, wie das dann so üblich ist, ab und zu einen Vortrag gehalten, ab und zu irgendwas zur Motivation. Mensch, sag uns mal einen Spruch. Das sind ja immer so die Aufgaben, die ich dann bekomme. Und dann habe ich mir irgendwie auch alles aus den Fingern gesogen, wollte wunderbar wissenschaftlich sein, PowerPoint, Folien, Haschnet gesehen und mein Publikum ist fast eingeschlafen. Und dann dachte ich, ich muss da irgendwie Geschichten erzählen. Geschichten sind gut. Und dann habe ich begonnen, Geschichten zu erzählen und dann waren die bei den Geschichten wach, bei den Folien haben sie geschlafen. Und dann dachte ich, komm, um die Schlafphase ein bisschen zu limitieren, keine Folien, nur noch Geschichten. Und so hat sich das wirklich über viele Jahre. Also es war so ein Prozess von 3-4 Jahren. Und dann habe ich irgendwann gedacht, eigentlich muss ich daraus ein Bühnenstück machen. Und ich bin natürlich schon, ich bin ein Freund der Bühne, ich bin auch gerne im Theater, ich schaue mir das auch gerne an. Ich habe da eine gewisse Bewunderung auch für Schauspieler, was Theater betrifft, auch Comedy, Kleinkunst mehr, also nicht so unsere Großen. Natürlich die auch, aber es gibt ja, die Kleinkunstszene ist ja so vielfältig. Und da gibt es schon brillante Leute. Also da gibt es schon Leute, da sitzt du da und sagst, das gibt es doch gar nicht. Und da habe ich gedacht, komm, jetzt versuche ich mal mein ganz Special Interest Publikum so zu locken. Eine Vortragsform, die es nicht gibt, immer zum Thema Sport, zum Thema Laufen, etwas, was Lust macht. Etwas, was animiert, vielleicht auch ein bisschen nachdenklich. Und ich glaube, das ist mir von meinem ersten Stück gelungen, in meinem zweiten, es war ein ernsthaftes Theater, wunderbar funktioniert. Das war eigentlich für mich ein ganz großer Entwicklungsschritt. Und jetzt klar, kommt Comedy, weil Comedy ist natürlich schon ein bisschen so mehr meine Art, wobei ich auch schon eine Planung habe für mein zweites ernsthaftes Theater, wieder zum Thema Laufen, ganz klar. Ich bleibe also da sehr stringent, weil das ist das, was mein Publikum interessiert. Ich glaube, wir von Fahrtleih buchen auf jeden Fall im Dezember eine der Programme. Da kommen wir vorbei. Genau. Und viel Spaß beim Programm, viel Spaß morgen in der ARD. Ja. Und Dankeschön. Vielen Dank. Danke.